Liebe Schwestern und Brüder, der Name Advent ist wie der aller übrigen Feste hinreichend berühmt und bekannt. Mit seiner tatsächlichen Bedeutung könnte es jedoch anders sein. Denn die unglücklichen Kinder Adams haben es aufgegeben, nach Wahrheit und Heil zu forschen. Sie suchen nach hinfälligen und vergänglichen Dingen. Mit wem sollen wir die Menschen dieser Generation vergleichen, die sich nicht von irdischem und leiblichem Trost losmachen und trennen können? Wahrhaftig, sie gleichen Menschen, die in Gefahr sind zu ertrinken. So, liebe Schwestern und Brüder, Bernhard von Clairvaux in einer Ansprache an seine Brüder. Der erste Trost, der uns im Advent dieses Jahr zuteil wird. Dass man den Advent nicht versteht oder nicht hält, ist kein Phänomen unserer Zeit, sondern gab es offenbar auch schon 900 Jahre vorher. Die Generation von Bernhard wusste es offenbar auch nicht recht. Bernhard sagt dann weiter, die ganze Kirche würde den gegenwärtigen Advent ja nicht mit solcher Hingabe feiern, wäre in ihm nicht ein so großes Geheimnis verborgen. Darauf also kommt es an, dass wir den Advent in rechter Weise richtig intensiv feiern und begehen, weil in ihm ein großes Geheimnis verborgen ist. Was ist das? Worauf Bernhard hier anspielt und auch uns ermutigt, dass wir nicht diese Wochen verplempern und dann ist plötzlich Weihnachten, sondern dass wir den Advent in rechter Weise feiern, ihn begehen, dass sich das Geheimnis entbirgt, das in ihm verborgen ist. Im Grunde genommen ist die Antwort ganz einfach. Das Geheimnis des Advent heißt Jesus Christus. Jesus selber sagt es heute im Evangelium, wie Bernhard es beobachtet. Womit soll man diese Generation vergleichen? Jesus beantwortet förmlich diese Frage. Es ist wie die Generation bei Noah. Man lebt halt einfach. Was soll man denn auch sonst tun als Leben? Als Essen und Trinken und gut, heiraten ist inzwischen etwas aus der Mode gekommen, aber gut, auch das. Oder in anderen Formen, wie das halt heute so ist, in dieser Generation des Noah, die durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende Kirche entsprechend lebt und wirkt. Als Christen sagen wir dann, den Advent gibt es, damit wir warten lernen. Das hat etwas Wahres. Das können wir nämlich in der Regel ganz schlecht. Warten lernen, dass Christus kommt. Aber dann hören wir ja schon die Einwände, manchmal bis hinein bei den Menschen, mit denen wir leben. Na, dann wartet mal schön. Passiert ja nichts. Und wir machen es ja nicht wie die Zeugen Jehovas, die immer genau irgendwie einen genauen Termin ausrechnen und dann ist wieder Essig gewesen. Da fängt man neu an zu rechnen. Da war es das halt mal wieder für eine Periode. Was bedeutet, dass Christus mit Sicherheit kommt und dass wir ihn erwarten sollen? Es ist wichtig, dass wir in diesem Advent neu verstehen, dass der Advent eine christliche Grundhaltung ist, die nicht auf 3 oder 4 Wochen im Jahr beschränkt ist, sondern dass er immer gilt und dass Christus immer kommt. Wenn wir eine Linie zeichnen und sagen, jetzt sind wir vielleicht in der Mitte oder schon knapp vor Ende und dann gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wo Christus kommt, dann lassen Sie uns den Advent gar nicht halten. Dann brauchen wir ihn nicht. Wir leben nicht auf einem bestimmten Zeitpunkt hin, sondern die Mahnung zur Wachsamkeit, die heute im Evangelium ausgesprochen wird, die Beispiele, die Jesus nennt, sind Alltagsbeispiele. 2 Männer arbeiten auf dem Feld. 2 Frauen sitzen an der Mühle. Wir müssen uns das, diese Wirklichkeiten des palästinensischen Alltags zur Zeit Jesu noch einmal in Erinnerung rufen. Lukas sagt es noch etwas pointierter. 2 Männer liegen noch auf dem Ofen.
da wo man schläft, weil es warm ist. Zwei Frauen sitzen an der Mühle. Ja, weil Getreidemahlen Frauenarbeit ist. Während die Männer noch 3 Stunden schnarchen können, sitzen die Frauen schon ab 3 Uhr in der Früh an der Handmühle, übereinander gelegte Basaltsteine, und ziehen mit Lederschleifen den Mühlstein hin und her, damit es morgens was zu essen gibt. Irgend so eine Gerstenkrutze mit irgendeinem Zeug drin. Von wegen frische Brötchen. Alltägliche Begebenheiten aus dem Alltag, aus der Arbeitswelt Jesu, nennt Jesus hier, wenn er vom Kommen spricht und von der Mahnung zur Wachsamkeit. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass es nicht um einen Endpunkt des Kommens Jesu geht, sondern dass sich der Advent jeden Augenblick erfüllen kann? Dass Christus kommt, und zwar genau in den Situationen, die er hier beschreibt. Jesus kommt heute. Er kommt hier und jetzt. Er klopft an, bei mir, bei dir. Er will in dein Leben. Dort soll sich der Advent erfüllen, weil er genau in deinem Leben einen Platz beansprucht. Und wir müssen ihn in diesem Advent mit großer Wachsamkeit klopfen hören. So wie es das letzte Buch der Heiligen Schrift sagt. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. So einer meine Stimme hört, werde ich kommen, eintreten und mal mit ihm halten. Den Advent halten wir einmal im Jahr, damit wir den alltäglichen Advent, wenn Jesus so oft und oft, manchmal auch vergeblich an unsere Tür klopft, damit wir dieses Klopfen nicht überhören. Christus will zu mir. Und Christus kommt in ganz unterschiedlichen Situationen. Oft genug eben in den Alltagssituationen. Christus klopft bei mir an in der Überforderung, wenn ich nicht mehr ein noch aus weiß. Wenn ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht oder mir der Gaul durchgeht. Es kann sein, dass Christus dann anklopft bei mir. Christus klopft an in dem Schmerz, den ich kaum noch ertragen kann. In dem, was ich betrauere. Indem ich ganz zurückgeworfen bin auf mich selber. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hörst du meine Stimme? Dass ich eintreten kann, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um mit dir Mahl zu halten. Christus klopft an in den plötzlichen, unberechenbaren Wendungen unseres Lebens. Wenn das passiert, was wir gerade nicht geplant haben, wenn das passiert, was wir gerade gar nicht brauchen können, da klopft Christus an und fragt, ob wir ihm einen Platz geben oder ob wir uns weiter einschließen, ob wir uns einigeln, ob wir uns zumauern in all dem, was an Überforderung, Schmerz, an Trostlosigkeit, an Elend über uns hereinbricht. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Advent, liebe Schwestern und Brüder, Weihnachten, dass Gott Mensch wird und in unser Leben eingeht, unter den gleichen Bedingungen wie wir. Ostern, dass dieses Leben zu Ende gelebt und bis zum letzten Atemzug durchlitten wird, bis zum dunklen Tor des Todes, aber trotzdem nicht verloren ist, sondern neu wird. All das ereignet sich immer wieder. Das sind nicht einfach Abfolgen, die im Jahr einmal begangen werden und vorkommen, sondern in jedem Augenblick unseres Lebens können sie wahr werden. Advent, die Zeit der Erwartung, die Zeit des Übens und des Hinhörens. Deshalb sprechen wir manchmal, aber einfach nur, weil es sich so gehört, von einer Zeit der Stille. Dabei ist kaum eine Zeit lauter. In ihrer Berieselung, ihrem Konsumismus, in dem, was man gar nicht mehr an den Ohren und am Kopf haben kann. Aber es kommt auf uns an. Es braucht Menschen, die den Advent halten. Wie es Bernhard gesagt hat, warum begeht die Kirche mit einer solchen Feierlichkeit und Intensität den Advent? Weil es darin ein Geheimnis zu entdecken gibt. Christus, der vor meiner Tür steht, manchmal mehrmals täglich und anklopft. Hören wir ihn und
lassen wir ihn ein und bieten ihm einen Platz an.